In Ägypten haben sich jetzt 140 deutsche Urlauber mit Hartz IV infiziert. Genau. Mhm. Gleichzeitig gehen in Leipzig Tausende von Leuten gegen Hepatitis A auf die Straße. Mhm. Was halten Sie für ansteckender? Ja, wenn ich würde sagen, sowohl das eine als auch das andere. Ich kenne mich nicht aus. Beides Gleiche, würde ich sagen. Was sind denn die Übertragungswege von Hartz IV? Oh, wei. Oh. Die Ansteckungswege, das ist... Ich nehme an, dass es am Essen liegt oder am Wasser. Das Auswärtige Amt hat jetzt Reisewarnungen rausgegeben. Wenn man sich die Ruinen von Leipzig zum Beispiel auf einer Fernreise angucken möchte, dann soll man sich gegen Hartz IV impfen lassen. Würden Sie das tun? Nö, ich würde gar nicht nach Ägypten in Urlaub fahren. Was halten Sie denn davon, dass der Lafontaine jetzt auf den Zug mit aufspringt und jetzt ganz massiv gegen Hepatitis A demonstriert? Den sollen sie in die Wüste schicken. Der Mann müsste in die Wüste geschickt werden. Ja, dann fährt er nach Ägypten und kriegt wieder Hartz IV. Da haben wir einen Teufelskreis. Das ist ja, da sollten sie ihn da halten. Aber hier hat er nichts zu suchen. Das ist ein Schleimer. Hartz IV. Na, das macht mir auch nichts aus. Der Oscar Lafontaine ist ja jetzt beinahe von einem Ei volle Kanne erwischt worden. Mhm. Finden Sie das schade? Dass sie nicht getroffen haben, ja. Meine Meinung ist, Hartz IV ist scheiße und kleinweiblich ist gut. Meine Meinung ist, Schalke wird Meister. Oscar, wir fühlen mit dir. Das waren zwei mutige junge Männer am Schluss. Enkelkist, starke Frauen gefragt zu aktuellen Themen unserer Zeit. Thema heute, Frauenzeitschrift. Vor 365 Jahren gab es wohl die erste Frauenzeitschrift der Welt. Aber mein Freund hat mir erzählt, dass die meisten Frauen damals auch schon nicht lesen konnten. Das ist eigentlich traurig, wie wenig sich da getan hat, wenn man mal darüber nachdenkt. Oder? Ey, diese ganzen Spießer-Frauenzeitschriften, die sind doch nur was für Pipi-Mädchen. Was interessiert mich, ob ich Karriere und Kinder unter einen Hut kriege? Hab und will weder Karriere noch Kinder noch Hut, so. Die müssen mal eine Zeitung rausgeben, die wirklich gute Themen hat. Die Zecke aktuell zum Beispiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Im Test 10 Pflastersteine, so was, wisst ihr? Einfache Rezepte mit Dosenbier. Oder mal ein Urlaubskalender der Zahnärzte in Charlottenburg. Damit man weiß, wann man da einsteigen kann. Gut. So eine Zeitung würde ich mir auch klauen. Also, ich finde Frauenzeitschriften ja richtig klasse. Da kann man als Frau wirklich eine ganze Menge lernen, vor allem bei diesen Psychotests. Letztens habe ich auch einen gemacht und der hieß, wie lange kommen Sie ohne Sex aus? Und wissen Sie, was dabei rauskam? Ich war außerhalb der drei Kategorien. Diese Frauen- und Modezeitschriften, die sind für mich persönlich ganz unterste Schublade. Ne? Also die vermitteln ein völlig falsches Frauenbild. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so eine Brigitte gekauft und da waren so Trendfrisuren drin. Damals waren gerade diese Rasterzöpfe angesagt. Tja, und seitdem laufe ich mit dieser Scheiße auf dem Kopf rum. Ne? Macht echt kein Mensch. Und schön weiteratmen. Schön pressen, ja, pressen, pressen. Nicht da unten, hier oben. Herzlichen Glückwunsch, Frau Beckham. Es ist ein Gucci. Ah, Gucci. Wie abstoßend oder A wie albern oder A wie Anke Late Night.